Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2. Wie heißt das Spiel, was ich hier spiele? Keine Ahnung. Ja, wir sind hier in Garo, wo wir letzte Nacht Werwölfe getroffen haben. Ich mag Werwölfe. Ich mag sie halt. Ist halt einfach so. So, ich war muss ein kleines bisschen einkaufen, beziehungsweise ich habe... Eigentlich hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich alles verkauft habe und Cosma ein neues Gewand gekauft habe, nämlich das Adepten-Gewand. Ansonsten ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Ich habe ihr jetzt übrigens auch die Nuss und den Psy-Kristall gegeben, weil sie die schnellste ist und ja, solange sie lebt, kann sie den Psy-Kristall auf jeden Fall benutzen. Deswegen, erstmal kriegt sie die ganzen Sachen, ändert sich vielleicht später nochmal. Ich glaube, ich habe echt sonst nichts verändert. Ja, wir hatten schon ziemlich gute Ausrüstung. Ich sehe gerade, wir waren im Gasthaus, wurden aber nicht geheilt. Das ist blöd, hätte man ruhig machen können. Ich habe noch... Kann ich einfach kurz zeigen. Es gibt noch ein Item, was ich hätte kaufen können. Rüstung, nämlich unter Artefakten. Die Schutzstiefel. Allerdings, die bringen zwar nochmal ein bisschen Schutz drauf, das ist nicht schlecht. Hier so 7, da auch 7, da 6. Aber die senken, wie man vielleicht sieht, ziemlich drastisch unsere Geschwindigkeit. Und, naja, ich bin eigentlich gerne schnell. Vor dem Gegner anzugreifen ist schon gar nicht mal so schlecht, deswegen... Ja, das bisschen Verteidigung ist mir jetzt mal egal. Stattdessen bleibe ich lieber schnell. Die senken die Geschwindigkeit um 30 und bringen 7 Verteidigung. Naja. Wenn man das mal so überlegt, ne? Hey, ihr seid es. Danke wegen letzter Nacht. Oh, stimmt ja. In menschlicher Gestalt erkennt ihr mich ja gar nicht. Ich war beim Maha in der Höhle. Ich war der kleine Werwolf. Ich bin der Grund dafür, dass ihr im Dorf bleiben dürft und wir keine Kapuzen tragen müssen. Nur Glück gehabt, war Junge. Ich könnte mal seine Gedanken lesen. Was hast du denn so... Was denkst du denn zum Beispiel? Papa hat gesagt, dass ich das ganze Dorf in Gefahr gebracht habe. Er war richtig sauer. Er meinte, wir haben einfach nur Schweineglück gehabt. Aber was hat Glück mit Schweinen zu tun? Ohne Scheiß, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Genauso wie Glücksschwein. Kennt man ja vielleicht. Gibt es ja auch zu Silvester. So kleinen Marzipanschweinchen mit einem Pfennig oben drin. Warum eigentlich? Was haben Schweine mit Glück zu tun? Das habe ich auch nie kapiert. Und wo geht's hier überhaupt lang? So ist ein Sackguss. Okay. Warum? Dinge, die man sich fragt, die man aber nie erklären kann. Na, ist auch nicht so wichtig. Ah, ihr seid gekommen. Jo. Ahoi, Maha. Ich habe auf euch gewartet. Würde es dir was ausmachen, uns mehr über Werwölfe zu erzählen? Du möchtest also den Grund dafür wissen, warum wir die Fähigkeit besitzen, uns in Bestien zu verwandeln? Nun, ja! Findet ihr es eigenartig, dass wir unsere Gestalt verändern können? Das Eigenartige ist, dass es nur bei Vollmond geschieht und danach wieder rückgängig wird, wenn man so will. Ja. Aber es kann doch nicht so ungewöhnlich sein, sein Erscheinungsbild zu ändern. Wo willst du hinaus? Denk doch mal an eine gewöhnliche Raupe. Wenn die Zeit gekommen ist, verwandelt sie sich dann nicht in einen wunderschönen Schmetterling? Ja, aber das ist eine irreversible Verwandlung. Also, abgesehen von Maha hier, werden die Werwölfe danach wieder zu Menschen. Das ist der eigentlich seltsame Punkt daran, wenn man so will. Nun ja, schon. Das ist völlig natürlich. Und der Pillendreher und der Igel? Okay, beim Igel sehe ich es ein. Igel sind süß. Pillendreher, weiß ich gar nicht, die ändern ihre Gestalt? Gürteltier fällt mir spontan ein, aber Pillendreher? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ändern sie nicht auch ihre Gestalt, um sich selbst zu schützen? Ich habe von diesen Kreaturen gehört, ja. Und viele Amphibien besitzen die Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern. Habe ich Unrecht? Eigentlich hat er recht, ja. Ist es dann angesichts all dieser Tatsachen immer noch so ungewöhnlich, dass Werwölfe in der Lage sind, Ähnliches zu vollbringen? Ja, ist es. Weil es keine selbstgesteuerte Handlung ist, sondern bei Vollmond seid ihr einfach mal Wolf. Und wenn Vollmond weg, dann nicht mehr. Das ist das Seltsame daran. Um ehrlich zu sein, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht hast du diesen Dingen einfach nur nicht genug Bedeutung beigemessen.
Was für eine Beleidigung! Ich bin ein Herr, bin ein Wissenschaftler! Soll ich die buchstabieren? Ein Wissenschaftler? In der Tat, das ist beeindruckend. Ich kann es gar nicht buchstabieren. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, über Werwölfe nachzudenken. Für eine gewisse Zeit habe ich es sogar als Fluch empfunden, als Werwolf geboren zu sein. Aber nachdem ich die Natur mit objektiverem Blick betrachtet habe, habe ich erkannt, dass schwächere Kreaturen nur überleben konnten, indem sie sich weiterentwickelt, verändert haben. Stimmst du mir da nicht zu? Sprich mit Darwin, der erklärt dir das gerne mal. Denk doch mal nach, wenn Menschen ihre Körper nicht durch das Tragen von Waffen und Rüstungen verändern würden, dann wären auch sie nur schwache Kreaturen. Ich glaube, dass die Verwandlung in Werwölfe ist nur eine von vielen Möglichkeiten für die Menschen, um auch in Zukunft überleben zu können. Aber das ist... Natürlich kann ich diese Theorie in keiner Form beweisen. Ah, wobei, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber im dritten Teil wird sie vielleicht sogar in gewisser Weise bewiesen, wenn man das so sieht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, könnte man aber so sehen. Das ist interessant. Aber ich fühle, dass unsere Fähigkeit, den Wind einzusetzen, ein Beweis dafür wäre. Wirbelwind? Warum? Ich dachte nur, die Bewohner von Garo wären in der Lage, den Wirbelwind einzusetzen. Diese Gabe war nur von den Werwölfen von Garos Rudeln bekannt. Dass nur einige wenige Auserwählte den Natürlich einsetzen konnten. Und jetzt muss ich erkennen, dass auch ihr all diese Kräfte nutzen könnt. Nein, nur Cosma. Was hat das alles zu bedeuten? Warum kennt ihr die Macht des Wirbelwindes und was ist ein Adept? Meister Maha, hast du jemals von einem Kontinent namens Angara gehört? Weit im Norden der östlichen See. Angara? Mitten von Angara befindet sich ein massiv genannter Alefberg. Der Alefberg? Dann ist es also wahr. Unsere Legenden berichten, dass dieser Berg schon seit den Kindheitstagen unserer Welt besteht. Wenn der Alefberg tatsächlich existiert, dann sind unsere Legenden wahr. Existiert tatsächlich. Sie beiden hier stammen aus dem Dorf am Fuße des Alefbergs, ein Dorf namens Vale. Sie kommen also aus dem Schatten des Alefbergs? Unfassbar. Ja, die sind ziemlich weit gereist. Und sie beide sind Adepten, auch wenn ihre Kräfte sich voneinander unterscheiden. Jedermann in Vale ist bis zu einem bestimmten Grad als Adept zu betrachten. Sind sie denn nicht auch so wie wir hier in Garo? Die Mythen von Vale erzählen, dass der Alefberg selbst es war, der die Adepten ins Leben gerufen hat. Der Berg hat sich einfach gedacht, ey Mann, ihr braucht Synergie. Das erfinde ich jetzt. Hier, du, du und du. Wind, Feuer, Erde. Und du da hinten Wasser. Los geht's. Dies unterscheidet sich vom Inhalt der Legenden Garos. Das Volk selbst verfügt über eine große Begabung. Doch die Wahrheit geht weit darüber hinaus. Du humpelst, Crane. Die mystischen Steine des Alefbergs, die Psynergie-Steine, sie stehen in enger Verbindung zu den Kräften von Vales Bewohnern. Psynergie-Steine, sagt ihr? Wenn es in Garo ähnliche Steine geben würde, könnte das eure Fähigkeiten erklären. Und von welcher Art und Beschaffenheit sind diese Psynergie-Steine? Du hast einen von ihnen selbst schon gesehen, Maha. Der schimmernde Stein im Herzen des Bora-Felsens. Ach, dieses riesige blaue Ding, ja. Ich kenne den Stein, von dem ihr sprecht, aber... Der Bora-Fels ist recht weit entfernt von Garo. Ja, es ist relativ um die Ecke, ja. Ich wüsste nicht, wie er die Leute hier beeinflussen könnte. Ob es wohl am Wind liegen könnte? Jupp. Du scheinst es bereits selbst herausgefunden zu haben, Felix. Auf dem Bora-Felsen wehen starke Winde. Diese Winde würden sehr weit tragen. Tragen? Was denn? Ah, Nebel im Gehirn. Die Kräfte des Psynergiesteins natürlich. Wie soll das gehen? Wie sollte die Kraft des Steins vom Wind getragen werden können? Unterschätze nicht die Kraft des Windes, sonst hau ich dir gleich eine Windkeule um die Ohren, die ich verlernt habe. Ich brauche schnell ein... Was war das? Mastchen? Im Laufe der Zeit vermag es, der Wind ganze Berge abzutragen, bis nur noch Sand verbleibt.
Ich denke doch, der Wind auf dem Bohrerfelsen war stark genug, uns durch die Lüfte zu tragen. Ja, das sollte einem allerdings zu denken geben. Warum also könnte der Wind nicht auch feinste Partikel des Steins bis nach Garo tragen? Sie hat recht! Sie hat recht. Die Partikel des Steins müssen von seiner Kraft durchdrungen sein. Das würde erklären, warum eure Psyche nicht so stark ist wie jene des Volkes von Vale. Ihr wurdet einfach nur kleineren Mengen ausgesetzt. Die Richtung und Stärke des Windes mag auch beeinflussen, wenn Garo die Kraft des Wirbelwindes einsetzen kann. Natürlich ist all dies nur eine Spekulation, aber immerhin liefert es uns einige Hinweise. Vielen Dank, Mein Name ist Cosma. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Oh, mir hat einfach noch gar nicht vorgestellt, Meister Maha. Ich bin Crayden. Ich ziehe Dialog in die Länge. Dann hier ist Jenna. Das ist Felix. Er spricht nie. Hast du vielleicht schon gemerkt? Erlaubt mir euch für alle eure Taten, meinen tiefsten Dank auszusprechen. Nein, nein, bitte, wir erheben keinen Anspruch auf Dank. Was los? Schade, denn ich wollte euch dies hier überlassen. Ein Jupiter-Djinn! Es ist ein Djinn. Ein Djinn? So nennt ihr sie also? So nennen sie sich vor allen Dingen selber. Wir erinnern uns an Kiesel und Echo. Wenn ihr ihn bei euch habt, wird er eure Kräfte verstärken. Er ist äußerst hilfreich. Ich nehme an, dass ihr jetzt eure Reise fortsetzen werdet, oder? Jop, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich will eine Mikasala-Ausrüstung kaufen. Dann wollt ihr also den Seeweg nehmen? Es ist eine sehr lange Reise. In diesem Fall, so glaube ich, werdet ihr aus diesem Djinn weit größeren Nutzen ziehen, als ich es könnte. Yay! Hätte ich meine Liste offen, wüsste ich jetzt, wer du bist, aber, tja. Äther, folgt Cosma. Äther, halt der nicht sogar Pipi? Ich weiß es nicht. Noch ein Djinn, was für ein Glück. Das ist ein übelst wertvolles Geschenk. Wir möchten uns vielmals bedanken. Ihr müsst mir nicht danken. Passt auf eure Reisen gut auf euch auf. Viel Glück noch weiterhin mit diesem, Werwolf-Dingens. Maha. Okay. Nun, Felix, wir sollten nun endlich gehen. Oh, ich hätte glatt gedacht, dass der Dialog länger dauert. Übrigens, hier ist ein Steinkreis. Ja, aber hier finden wir nichts. Hier finden wir nur, ja, den Ort, wo Maha scheinbar pennt. Bisschen karg, aber okay. Wenn es ihm gefällt. Warum nicht? So, lass mal kurz gucken. Jens. Der gute Äther füllt PP auf. Richtig. Verbünden. Nur ein bisschen Werteschub. Okay. So, damit haben wir einen dritten Jupiter-Djinn. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir den nächsten Mars-Djinn und den nächsten Venus-Djinn herbekommen. Und auch, wo wir die nächsten beiden Merkur-Djinns herbekommen. Aber ich muss das alles nochmal nachgucken. Das bedeutet, ich sollte gleich mal, oder, ja, ich glaube, jetzt gerade brauche ich sie nicht. Aber nach diesem Part sollte ich auf jeden Fall meine Listen mal wieder suchen. Okay, wir sind fertig in Garo. Schade, damit lassen wir nämlich diese wunderschöne Musik zurück. Sehr friedlich, auf jeden Fall. Ach, da möchte man gar nicht gehen bei der Musik. Unterbrochen durch brutale Weltkartenmusik. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, wir müssen hier weiter nach unten und dann irgendwo nach links. Gab es hier noch eine Höhle oder sowas? Vielleicht mit einer Beschwörung? Keine Ahnung. Kein Schimmer. Komm. Ah, wobei mir fällt gerade ein, wir können ja jetzt eine neue Beschwörung einsetzen, ne? Mit dem. Können wir mal kurz gucken. Damit können wir jetzt. Und wir hatten Jupiter, dann hatten wir Atalanta, glaube ich. Und wer ist jetzt dran? Weiß ich gerade gar nicht. Wen haben wir denn jetzt? Mal gucken, beim nächsten Monsterkampf Beschwörung ausprobieren. Wo geht's hier lang? Ist das eine Sackgasse oder was ist das? Verteidigen, verteidigen. Und du beschwörst. Procne, genau, Procne, klar, ja.
Sieht aus wie ein Drache oder ein Phönix in Weiß. Keine Ahnung. Irgendein komisches Federviech. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das macht Damage. Na gut, da oben ist nichts. Aber sehr schön. Eine neue Beschwörung für uns. Klar, mit einem neuen Gen eine neue Beschwörung. So, und jetzt kommen wir... Jetzt gehen wir nämlich den Weg hier zurück und landen wieder bei Mika Sala. Und ich glaube, jetzt wäre auch eigentlich der Zeitpunkt, wo man erst wirklich nach Mika Sala kommen sollte. Da oben ist ja die Dingsbums, die Höhle. So, denn jetzt hätten wir auch alles, um hier mit Spaten eigentlich den Djinn oben zu holen, mit Spaten den Djinn aus der Höhle zu holen. Und jetzt haben wir vorhin ja auch genug Geld. Ja, doch, haben wir noch. Um die Ausrüstung zu kaufen. Deswegen, vorher wäre man eigentlich vielleicht ein bisschen früh in Mika Sala. Allerdings. Ja, dennoch. Und ich hatte recht, das Ding kostet 666 Münzen. Trainerpeitsche. So, erstmal kaufen. Breitaxt. Nee, Armreif. Habe ich schon. Bronzehelm habe ich auch schon. Sonst nix? Breitaxt? Nee, ist mittlerweile auch schlechter. Psy-Rüstung habe ich doch schon mehr verkauft. Ja, schade. Guck mal. Sind wir mittlerweile schon so gut. Da können die uns nichts mehr verkaufen. Schade, schade. Aber gut. Tja. So einfach kann es gehen, ne? Und jetzt müssen wir... ist jetzt hier, waren, glaube ich, die Klippen von Gondovan. Wo waren die denn? Die waren hier oben, ne? Da. Nee, hier hinten waren die, oder? Klippen? Was? Okay, Moment, jetzt muss ich doch mal meine Liste holen. Müssen wir echt so weit backtracken? Moment mal. Okay, es scheint wirklich so zu sein. Meine schlaue Liste hier sagte, wir müssen zu den Klippen von Gondovan. Ach du Scheiße, das ist ja Backtracking O3. Oh Gott, oh. Oh, wisst ihr was? Ich würde es ja schneiden, aber es gehört irgendwie dazu, deswegen lasse ich es. Aber wisst ihr, was ich mache? Verbinden. So. Vermeidung, willkommen zurück. Ach du Scheiße, es dauert mir jetzt Ewigkeiten, um zu matschen. Yay. Stellt euch darauf ein, dass der Rest des Parts einfach nur Laufweg sein wird. Da wird, glaube ich, nicht viel passieren. Vor allem, wenn ich falsch laufe, wie hier. Eieieiei. Konnte mich gar nicht erinnern, dass es so weit weg ist, aber stimmt, das war bei Madra, ne? Übrigens könnte man natürlich auch jetzt erst nach Al-Hafra gehen. Oder Al-Hafra, oder? Ich glaube schon wieder falsch. Ja, Al-Hafra. Könnte man auch jetzt erst hingehen und Briggs bekämpfen. Könnte man auch noch später machen. Es gibt halt irgendwann einen Zeitpunkt, da muss man es machen. Jetzt zum Beispiel wäre es natürlich schon deutlich einfacher, weil man halt, ja, stärker ist. Auch jetzt noch mehr Djinns hat. Neue Beschwörungen und so, klar, dann wäre Briggs wahrscheinlich nochmal eine Stufe einfacher. Aber man hat ja gesehen, man kann es auch vorher schon machen. Finde ich recht interessant, dass einem... Es steht einem wirklich völlig frei, wann man Briggs besiegen will. Die Brücke da vorne könnten sie ruhig mal reparieren. Ah, doch. So, hier war... Klippen von Osenia, genau. Die führen uns zurück... nach was auch Rosinia der Kontinent hier? Weiß ich schon gar nicht mehr. So, und jetzt muss ich den... Zugbrücke von Madra. Jo, nach Madra könnten wir auch noch mal gehen, fällt mir gerade ein. Wenn ich schon unterwegs bin. So. Hey, ihr, da bleibt sofort stehen. Das hatten wir schon mal. Warte doch, es gibt keinen Grund, diese Leute aufzuhalten. Sie haben sicher nichts damit zu tun. Ein Vorfall mit den Piraten, meinst du das? Dann lass dir sagen, dass wir die Sache zu jedermanns Zufriedenheit geklärt haben. Nee. Ich glaube, man hätte Briggs jetzt sogar besiegen müssen. Ansonsten kommt man, glaube ich, gar nicht weiter. Fällt mir gerade so spontan ein. Ja, stimmt. Es könnte sein.
Das hat diesmal nichts mit den Jumper zu tun, alter Mann. Diesmal haben uns die Kibombo angegriffen. Ey, ihr habt echt Pech, kann das sein? Erst die Jumper, jetzt die Kibombo. Wir sind die Kibombo. Alter Mann! Ja, Crane, du bist ein alter Sack, ja? Alter Sack, das Leben hier wurde schon wieder angegriffen. Von den Kibombo. Ist ihr etwas über die Kibombo? Ja, aber nein. Nicht viele Leute tun das. Sie sind ein barbarischer Stamm aus Zentral-Gondovan. Seid bloß vorsichtig, dass sie nicht auf sie trefft. Wann ist das alles geschehen? Ist doch nicht lange her. Kurz nachdem der Bürgermeister abgereist ist, um genau zu sein. Wurde irgendwas gestohlen? Nur ein schwarzer Ball, alles andere blieb unberührt. Ein schwarzer Ball? Ich befürchte, über mehr Informationen verfügen wir auch nicht. Ihr habt uns mit den Jumper geholfen, daher verrate ich euch etwas. Vielleicht solltet ihr mal das Haus des Bürgermeisters ansehen. Ah, okay. Machen wir doch glatt mal. Wo ist denn das? Hey, welches ist das Haus des Bürgermeisters? Das hier oben noch bestimmt. Hey, du. Als uns die Kibombo angriffen, wollten sie nur den schwarzen Ball, der im Kamin lag. Okay. Ich suche eigentlich gerade eine bestimmte Information. Vielleicht habt ihr die ja. Ihr hättet meinen Partner im Kampf sehen sollen. Er warf sich mitten ins Getümmel, bis er schließlich der Überzahl unterlag. Was für ein Idiot. Ich wurde von allen angeschrien, weil ich das letzte Mal davongelaufen bin. Also werde ich beim nächsten Mal kämpfen. Das Problem ist nur, dass ich solche Prügel bezogen habe, dass ich noch Beulen am Kopf habe. Toll. So, wer sagt es denn? Aaron gehörte nicht zu den Jumper, deswegen hat man ihn wieder freigelassen. Man darf keinen unschuldigen grundlos... Ja, toll. Also verdient dieser Aaron doch kein Pirat wie? Das erklärt immer noch nicht, woher plötzlich das Eis kam. Das hat mir durch die Angst gemacht. Ja. Gut, Aaron ist weg. Und die haben irgendwas von den Kibombo erzählt in... wie ist der Laden nochmal? Zentral Gondovan, haben sie gesagt, ne? Ja, laut meiner Liste müssen wir als nächstes zu den Klippen von Gondovan, die sich, ja, ich muss mal auf die Weltkarte, wenn ich das zeigen will. Die sich... Hier sind die Klippen von Gondovan, das hier ist der Kontinent Gondovan, den wir schon in Golden Sun 1 betreten haben. Da haben wir ja hier oben angefangen und haben auch diese Wüste hier durchquert, da haben wir da irgendwo geendet. Und es ist halt hier unten wieder angefangen, ne? Und ja, wir müssen. Ich glaube, wir müssen insgesamt irgendwo hier oben hin. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr genau. Ich hoffe, dass ich den Weg einfach finde. Ja, Klippen von Gondovan sind das nächste Ziel. Bedeutet eine Menge Laufen. Aber es lohnt sich. Glaubt mir, ich weiß, dass es sich lohnt. Hier gibt es nämlich Gins. Gut. Das war's aber erstmal für heute. Nächste Mal dann auf nach Gondovan. Bis dann. Ciao.